Giverny, 1913. Claude Monet, Vater des Impressionismus, gefilmt von seinem Freund, dem französischen Schauspieler und Regisseur Sacha Guitry. Seit 30 Jahren lebt der Maler in der Normandie, anerkannt nach Jahren der Verachtung. Er malt nur noch seine Seerosen. Seiner Zeit stets weit voraus ist Monet der letzte Überlebende einer Revolte, die er selbst entfacht hat. Ich habe Theorien immer verabscheut. Mein einziges Verdienst bestand darin, in der Natur gearbeitet zu haben, wobei ich stets versuchte, meine Eindrücke selbst in ihren flüchtigsten Formen festzuhalten. Es tut mir leid, einer Gruppe von Künstlern den Namen Impressionisten gegeben zu haben, von denen die meisten nichts Impressionistisches hatten. Alles begann 50 Jahre zuvor. Das verstört. Eine nackte Frau zwischen zwei bekleideten Männern. Wir befinden uns in Paris des Jahres 1863. Schauplatz des Eclats ist der Industriepalast. Eine monumentale Eisen- und Glaskonstruktion, in der alljährlich die offizielle Kunstausstellung stattfindet. Der Salon de Peinture. Das Bild von Édouard Manet hätte dort niemals gezeigt werden dürfen, denn es gehörte zu den 4000 Werken, die in jenem Jahr von der Jury abgelehnt worden waren. Um die Künstler zu besänftigen, hatte Kaiser Napoleon III., stets auf seine Popularität bedacht, die Einrichtung einer Parallelausstellung angeordnet, den Salon des Refusés. Seinerzeit ist Nacktheit nur erlaubt bei Themen aus der Geschichte oder Mythologie, und Manet weiß dies nur allzu gut. Sein Frühstück im Grünen setzt sich über sämtliche künstlerischen und moralischen Konventionen hinweg. Als Hüterin für Ästhetik und Schönheit schreibt die Akademie strenge Regeln vor. Die klassische Antike hat als Vorbild für ausgestaltete, fertig wirkende Werke zu dienen. Vor allem aber ist die Arbeit im Atelier der Freilichtmalerei vorzuziehen. Le Havre, 1857, also 6 Jahre zuvor. In einem Schaufenster ausgestellte Karikaturen fesseln das Interesse des Malers Eugène Boudin. Der Spezialist für Marinemalerei lädt den jungen Claude Monet ein, mit ihm zu arbeiten. Lernen Sie zu sehen, zeichnen Sie, malen Sie Landschaften. Alles, was direkt vor Ort gemalt wird, besitzt eine Kraft und Stärke, wie man sie im Atelier niemals findet. Plötzlich war mir, als würde ein Schleier zerreißen. Ich hatte begriffen, was Malerei sein kann. Mit 17 Jahren weiß Monet bereits, dass er das Geschäft seines Vaters nie übernehmen wird. Boudin ist nicht als einziger der Auffassung, dass man direkt vor dem Motiv malen soll. Vor ihm hatten sich schon viele andere wie Jean-Baptiste Corot und Gustave Courbet ins Freie gewagt. Die Erfindung der tragbaren Staffelei und der Farbtube ermöglichte es den Künstlern, das Studio zu verlassen. Ein Hauch von Freiheit begann zu wehen. Er sollte sich bald zu einem Sturm ausweiten. Claude Monet zieht es nach Paris an die Académie Suisse. Dort freundet er sich mit einem Maler an, der 10 Jahre älter ist. Camille Pissarro. Aber auch mit dem jungen, temperamentvollen Paul Cézanne aus Aix-en-Provence.
Monet besucht sehr bald das kleine Atelier von Charles Glaire, auf der Suche nach Ruhm, wie alle, die hier ein- und ausgehen. Bezahlt werden nur die Modelle und die Materialkosten. Neben Monet ist da noch Frédéric Bazzi, der aus dem Süden gekommen ist, um Medizin zu studieren. Und der Engländer Alfred Sisley. Beide werden schnell zu Vertrauten. Dazu gesellt sich ein Vierter, Auguste Renoir. Als Glaire den Neuankömmling eines Tages spöttisch fragt, ob er nur zu seinem eigenen Amüsement male, erwidert Renoir festen Blickes, ja. Hier in diesem Atelier beginnt das Abenteuer des Impressionismus. Für die jungen Künstler folgt ein Jahr der Entdeckungen. Paris, das ist zunächst der Louvre, durch die Säle streifen. Rembrandt ob seiner Hell-Dunkel-Effekte bewundern. Vermeer um sein Licht, vorbei an Ingres und dann bei Delacroix innehalten. Schließlich die Italiener, Tizian, Tintoretto, Veronese. Einige Säle weiter sind zwei Maler, nur wenige Meter voneinander entfernt, mit Kopieren beschäftigt. Sie kennen einander nicht. Fasziniert vom Talent Edgar Degas, wagt sich Edouard Manet vor. So lassen Sie doch von den großen Themen der Geschichte ab. Widmen Sie sich vielmehr der Abbildung des Lebens. Degas, der am liebsten malt, was man nur mehr in seiner Erinnerung sieht, zeigt sich interessiert an Manets progressiven Ideen. Beide Männer gehören dem Großbürgertum an, entstammen derselben Welt, gefallen sich, erkennen sich wieder. Frédéric Bazzi bezieht ein Atelier an der Place Fürstenberg. Vor ein paar Tagen habe ich meinen ersten großen Schinken gemalt. Die Kopie eines Rubens-Gemäldes im Louvre, es ist grässlich. Dennoch gebe ich den Mut nicht auf. Es gibt Kopisten, die sind genauso schlecht wie ich. Als Vermögendster in der Clique beherbergt Bazzi seinen Kameraden Monet, der völlig mittellos ist. Wenige Monate später gesellt sich auch noch Renoir zu ihnen. Man malt sich gegenseitig, teilt sich die Modelle. Als Bazzi einen Reiher malt, wird er von Renoir dabei verewigt. Nebst einem Bild von Monet an der Wand. Verschneite Straße in Honfleur. Das Studio befindet sich direkt über jenem von Eugène Delacroix. Von oben können Sie dem Meister der Romantik Tag ein, Tag aus beim Arbeiten zusehen. Doch 1863 stirbt Delacroix und mit ihm die Romantik. Kurz darauf nimmt ihr Freund Henri Fantin Latour ein ehrgeiziges Bild in Angriff. Hommage an Delacroix. Delacroix, den viele für einen Wegbereiter halten, wird im weißen Hemd dargestellt. Rings um ihn herum stehen der amerikanische Maler James Whistler mit einem Blumenstrauß, Edouard Manet, eine Hand in der Hosentasche, und Charles Baudelaire, ein großer Verehrer seiner Werke. Hinaus nach Fontainebleau, auf den Spuren der Schule von Barbizon wandeln, den Spuren Corots. Die Staffelei mitten im Wald aufgestellt. Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Bazzi, sie alle zieht es aus dem Atelier ins Freie, um sich an der Landschaft zu messen. Das Licht, den flüchtigen Moment einzufangen. Genauso wie es die Fotografie tut. Die Akademie spürt die Bedrohung und lässt über Ingres verlauten, die Fotografie ist keine Kunst. Angesichts dieser Revolution entbrennt eine leidenschaftliche Debatte um die Darstellung der Welt. Es gilt, eine neue Malweise zu erfinden. Das zu zeigen, was man nicht sieht. Reisen, den Horizont erweitern. Le Havre, Honfleur.
Hier findet Monet den weiten Himmel mit seinem changierenden Licht und die Kreidefelsen. Er fährt zu Boudin und lernt den Holländer Johan Jongkind kennen. Ihre Gespräche drehen sich um Fragen wie Komposition, Optik und Modernität. Warum die Natur immer nur homogen, glatt und harmonisch darstellen? Wenn die Welt aus Eindrücken besteht, so muss die Kunst diese direkt wiedergeben. Ob sie von diesem Meer sprechen, das Delacroix mehr als 10 Jahre zuvor gemalt hat? Von diesem Farbenspiel, das ihn zu ihrem Wegbereiter macht? Von diesen Klippen, die den Weg ebnen für jenen spontanen, flüchtigen Charakter? Jongkind lud mich ein, mit ihm zu arbeiten, erklärte mir seine Malweise und ergänzte dadurch den Unterricht, den ich von Boudin erhalten hatte. Von diesem Moment an war er mein wahrer Lehrmeister. Ihm verdanke ich die endgültige Schulung meines Auges. Die drei Männer bilden ein unzertrennliches Trio. Bisweilen stellen sie ihre Staffeleien gemeinsam im alten Hafen von Honfleur auf. Hoch über der Stadt empfängt die Ferme Saint-Siméon die durchreisenden Künstler bei Krabben und einem Glas Cidre. Zahlreiche Maler scharen sich um Boudin, Monet, Corot, Courbet, Dubourg, D'Aubigny, Troyon, Isabey. Mitunter erhält Monet in Honfleur auch Besuch von Basie und Renoir. Und alle erliegen dem Zauber der Normandie. Äußerlich unähnlich sind sie sich doch in einem Punkt einig. Malen, was man sieht. Seinen Impressionen treu bleiben. Nicht das abbilden, was man über ein Sujet weiß, sondern den intuitiven Eindruck von Licht und Farbe darstellen. Im Frühling 1859, das Jahr des Prozesses um die Blumen des Bösen, kommt Baudelaire zu seiner Mutter nach Honfleur, um Kraft zu schöpfen. Mit Boudin verbindet ihn die gleiche Ästhetik, ein aus der Natur schöpfender, poetischer Realismus. Was liebst du denn, seltsamer Fremdling? Ich liebe die Wolken, die ziehenden Wolken, dort in der Ferne, die wunderbaren Wolken. Paris 1865, Industriepalast. Ein großer Tag, die Eröffnung des Salons. Sehnlichst erwartet von 3000 Malern, Bildhauern und Radierern, die, bangend, wo man ihre Werke platziert hat und was die Öffentlichkeit über sie sagen wird, in der Nacht kein Auge zugetan haben. Kaum sind die Tore geöffnet, stürzen alle hinein. Künstler, begleitet von Freunden, der Familie oder der Clique. Herren von Welt, die sich auf dem Laufenden halten wollen. Damen der Gesellschaft, die sich selbst schon ein wenig an Pastell und Aquarell versucht haben. Bürger, die ihr eigenes Porträt begutachten wollen. Alte Männer, die die Nacktheiten durch das Lorgnon betrachten. Empörte Abgewiesene, die alles, was sie sehen, mit einer bissigen Bemerkung in der Luft zerreißen. Und die Modelle, die ihren Körper entdecken und laut »Das bin ich« ins Ohr einer Freundin brüllen, damit alle sie hören. Monet findet zum ersten Mal Aufnahme in den Salon. Pissarro, Basie und Renoir sind ebenfalls präsent. Das Thema in aller Munde aber ist die neuerliche Provokation von Édouard Manet. Théophile Gautier entrüstet sich. Die Hautfarbe ist schmutzig, die Formgebung miserabel. Die Hässlichkeit würden wir ja noch verzeihen, doch wird sie noch betont durch einen auffälligen Farbeffekt. Nichts als die Absicht, um jeden Preis alle Blicke auf sich zu ziehen. Eine Venus als Dame der Halbwelt. Manets Olympia wird als Loblied auf das Laster gesehen und er selbst als eine Gefahr für die Moral. Die Akademie wirft ihm vor, dass er schlecht male. Doch ist es wirklich das, was stört? Ein junger Unbekannter wehrt ab. Ich weiß, dass es Ihnen in bewundernswerter Weise gelungen ist, das Werk eines großen Malers zu schaffen. Ich meine,
die Realität der Wesen und Gegenstände energisch zu übertragen in eine ganz besondere Sprache. Manets Porträt von Zola, der ein Jugendfreund Cézannes ist, erschließt der breiten Öffentlichkeit erstmals das Gesicht jenes Schriftstellers, der nicht müde wird, gegen die etablierte Ordnung zu rebellieren. Monet beginnt zu malen, was nie zuvor gemalt worden ist. Personen in der hellen Atmosphäre einer Waldlichtung. Sein Frühstück im Grünen hat den Ehrgeiz, es mit dem von Manet aufzunehmen. Auf 6 Metern Länge und ohne eine einzige nackte Frau. Neugierig auf diesen jungen Mann, der andere Dinge als Engel malt, stattet Courbet ihm einen Besuch ab und entdeckt eine Vorstudie. 12 Personen in Lebensgröße. Von dem Gemälde bleiben nur 2 Teile erhalten. Anders als bei Manet liegt der Akzent hier ganz auf den Lichteffekt. Ein harmonisches, leicht gedämpftes Licht, das zwischen den Personen zu zirkulieren scheint. Ein subtiles Spiel mit Kontrasten, das zeigen soll, wie sehr das Außenlicht dem unnatürlichen Studiolicht überlegen ist. Ich denke nur noch an mein Bild. Wenn es mir misslingen sollte, ich glaube, ich würde verrückt. Eine schattige Terrasse im Licht des Südens. Auch Basy malt Personen im Freien. Familientreffen. Alle Blicke scheinen auf die Ankunft eines mysteriösen Besuchers gerichtet, wie eine Momentaufnahme, die das Ereignis festhält. Mein Familientreffen wird bei der Ausstellung vertreten sein. Nahezu all meine Freunde wurden abgelehnt. Ich hoffe, das Bild wird gesehen und dann verrissen. Sein Wunsch soll in Erfüllung gehen. Die unverhohlene Feindseligkeit uns gegenüber bereitet mir Vergnügen. Sie haben uns wie eine Bande Verrückter behandelt und alles getan, um zu verhindern, dass unsere Bilder ausgestellt werden. Mit Renoir, Pissarro und Sisley startet Basy eine Petition. Ihre Forderung? Ein eigener Salon für die Abgewiesenen, ohne Erfolg. Doch im Salon auszustellen ist notwendig, will man von seiner Kunst leben. Manet wurde der Zutritt verwehrt. Zu sehen ist er dennoch, dank eines Porträts, das sein Freund Fantin Latour von ihm angefertigt hat. Geben Sie zu, dieses Gemälde verbrochen zu haben? Haben Sie Komplizen? Gehören Sie zu der Bande um Monsieur Manet? Zum Spaß habe ich das Innere meines Ateliers mit meinen Freunden gemalt. Manet, der einen Hut trägt, beurteilt mein Bild. Er ist es, der mich gemalt hat. Hinter ihm lauscht Monet. Übers Geländer gebeugt spricht Zola mit Renoir, der auf der Tischkante sitzt. Ein reger Austausch, Kritik, Reaktion auf die Werke der anderen. An der Wand Basys eigene Bilder neben denen seiner Freunde, die er kauft, sobald er kann. Lauter Bilder, die im Salon abgelehnt wurden. Abend für Abend trifft man sich im Café Gerbois. Manet hat einen neuen eingeführt, Degas. Mit von der Partie auch Cézanne und sein Freund Zola. Ein Ort, an dem man trinkt und streitet, über Malerei spricht und Theorien ersinnt. Wie kann man dem Akademismus Paroli bieten? Die Unbeugsamen scharen sich um Manet. Die Batignolles-Gruppe ist geboren. Sommer 1869. Monet schreibt an Basy: So stark wir auch sind, wir stehen zu sehr unter dem Einfluss von dem, was wir in Paris hören und sehen. Meine Arbeit hier wird wenigstens das Verdienst haben, dass es nichts anderem gleicht, weil es nur die Impression dessen ist, was ich tief in mir verspürt habe. Hier in La Grenouillère, an einem kleinen Seitenarm der Seine, unweit von Bougival, wo sich Boote und Badende drängeln, erfindet Monet den Impressionismus. Renoir stößt dazu. Die beiden Freunde malen zusammen, wetteifern im Einfangen der Wasserspiegelungen und Lichtreflexe, in der Wiedergabe der wechselnden Oberflächenerscheinung. Mit festem Strich strukturiert Monet seinen Raum klar. Renoir indes spielt mehr mit den Details der Figuren
und der Leuchtkraft der Farben. Doch für beide Maler gilt, Farbtupfer haben den Pinselstrich abgelöst. Ende August hat Monet kein Geld mehr, um Farben zu kaufen. Und Renoir ist bei seinen Händlern verschuldet. Sie können nicht mehr arbeiten. Seit 8 Tagen weder Brot noch Wein, Feuer zum Kochen oder Licht. Es ist furchtbar, schreibt Monet an Basy. Dieser schickt 50 Francs und eine riesige Weintraube von seinem Gut. 1870. Die Jury des Salons hat ein Gemälde von Renoir akzeptiert. Die Frau aus Algier. Ein orientalistisches Werk nach Art von Delacroix. Degas seinerseits zeigt ein Familienporträt. Keine Kunst ist so wenig spontan wie die meine. Was ich tue, resultiert aus der Reflexion und dem Studium der großen Meister. Degas verfolgt nicht dieselben Ziele wie seine Gefährten. Er teilt nicht ihre Vorliebe fürs Freie und das natürliche Licht, auch wenn er mitunter hinausgeht und Rennpferde malt. Er fühlt sich der Gruppe vor allem wegen ihrer freien Geisteshaltung verbunden. Manet findet keinen Gefallen an einem Bild, das Degas von ihm auf einem Kanapee liegend und seiner Frau am Klavier angefertigt hat und schneidet einen Teil des Gemäldes einfach ab. Unter Künstlern birgt Freundschaft mitunter auch heimliche Rivalitäten. Im Juli 1870 trifft der deutsch-französische Krieg die Maler mitten in der Arbeit. Das Künstlerleben wird empfindlich gestört. Manet wird zur Nationalgarde eingezogen. Degas dient in der Artillerie. Renoir bei der Kavallerie. Basy meldet sich freiwillig bei einem Zouaven-Regiment. Monet geht ins Londoner Exil, wo er zufällig auf Pissarro trifft. Wie in La Grenouillère mit Renoir liefern sich die beiden Maler einen brüderlichen Wettstreit. Paul Durand-Ruel, ein französischer Kunsthändler, der sich ebenfalls nach London abgesetzt hat, kauft Monet ein Bild ab. Der Beginn einer langen Verbindung. Pissarro schreibt, ich bin mit Monet in London. Wir sind begeistert von den Stadtlandschaften. Er arbeitet in den Parks und ich studiere die Effekte des Nebels. Wir arbeiten nach der Natur. Doch wir besuchen auch Museen. Sie sehen Werke von Turner. Er ist der Vorläufer der visuellen Impression, der poetischen Intuition, der greifbaren Abstraktion. Die erste Lokomotive in der Geschichte der Malerei. Der deutsch-französische Krieg dauert nur wenige Monate. Napoleon III. Wird abgesetzt. Nach der Pariser Kommune und ihrer blutigen Niederschlagung wird die Republik ausgerufen. Basy ist mit nur 29 Jahren durch 2 Kugeln im Bauch in der Schlacht gefallen. Ein treuer Freund ist für immer von ihnen gegangen. Sein Gemälde Sommerszene war beim Salon 1870 auf positive Resonanz gestoßen. Ein Bild von verheißungsvoller Modernität. Sein Œuvre findet ein jähes Ende. Monet arbeitet fortan in Argenteuil, wo Renoir ihn häufig aufsucht. So als wollten sie ihr Experiment von Bougival fortsetzen, stellen sie ihre Staffeleien Seite an Seite auf. Pissarro hat sich in Auvers-sur-Oise niedergelassen und malt direkt nach Motiv Parks und Obstgärten. Der Aufenthalt in England hat seinen Blick verändert. Braun- und Ockertöne sind von der Palette verbannt, ebenso schwarz. In der optischen Zusammensetzung ergeben die auf dem Bild rasterartig zerlegten Komplementärfarben endlich jene klaren, hellen Töne, die er so lange gesucht hat. An seiner Seite arbeitet Cézanne. Unter dem Einfluss von Pissarro bekehrt auch er sich zur Freilichtmalerei. Das Haus des Gehängten.
Pissarro schreibt, unser Cézanne gibt uns Hoffnung. Zu Hause habe ich ein Gemälde von bemerkenswerter Kraft und Intensität. Wenn er, wie ich hoffe, länger in Auvers bleibt, so wird er noch viele Kritiker erstaunen, die ihn vorschnell abgeurteilt haben. Sisley, in der Bourgeoisie groß geworden, fristet nun ein armes Künstlerdasein. Weil der Krieg seine Familie ruiniert hat, muss er von seiner Malerei leben. Mit Pissarro besucht er mitunter Monet und Renoir in Argenteuil. Wasser. Ein ideales Motiv in ständiger Metamorphose. Je nach Lichteinfall anders schillernd, gleißend und glitzernd. Um die Lichtreflexe aus nächster Nähe zu beobachten, lässt Monet sich einen Kahn mit einer Kabine aus hölzernen Planken bauen. Ein schwimmendes Atelier. Eine Kuriosität, die Manet später malen wird. Neben gleichmäßigen Volltonflächen mit groben Pinselstrichen hingeworfen, setzt er kleine Tupfen. Die Zeit in Argenteuil wird die fruchtbarste in der Geschichte der Bewegung. Hier bilden sich die wichtigsten Prinzipien des Impressionismus heraus. Eröffnung des offiziellen Salons von 1873. Einmal mehr ohne die Impressionisten. Zu viele junge Maler versteifen sich auf diese abscheuliche Richtung. Es ist höchste Zeit, sie zu schützen und die Kunst zu retten, erklärt ein Mitglied der Jury. Da erinnert sich Monet an eine Idee Basis. Die Gründung einer genossenschaftlich organisierten Kooperative für Maler, Bildhauer und Radierer, die freie Ausstellungen durchführen sollte. Am 15. April 1874 ist es soweit. Am Boulevard des Capucines, im früheren Atelier des berühmten Fotografen Nadar, hängen 30 Maler, darunter Cézanne, Degas, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley und Boudin, 165 Gemälde auf, ohne dass sie von irgendeiner Jury zensiert werden. Cézanne zeigt moderne Olympia. Eine Referenz an Manet, der erklärt, er werde sich niemals mit diesem Herrn Cézanne einlassen. Warum sollte ich mich euch Jungen anschließen, wo ich doch im offiziellen Salon aufgenommen bin? Der ist das beste Schlachtfeld. Am Ende der ersten Impressionistenausstellung die bittere Enttäuschung. Kein einziges Bild wird verkauft. Unter den gezeigten Werken eine Sicht auf Le Havre von Monet. Ein Werk ohne Titel, das der Maler schließlich Impression nennt. Der Kritiker Louis Leroy lästert in der Zeitschrift Charivari, was dieses Bild darstellt, eine Impression. Wusste ich's doch. Ich sagte mir, so impressiv wie es auf mich wirkt, muss es eine Impression bergen. Impression. Impressionismus. Der Begriff ist geprägt. Eine Frau hat sich der Gruppe angeschlossen und dafür sogar das Angebot ausgeschlagen, im Salon auszustellen. Berthe Morisot. Sie ist zunächst Schülerin von Corot, danach von Manet, dem sie häufig Modell sitzt. Berühmt für ihre Interieurs- und Familienszenen erweist sie sich auch als talentierte Landschaftsmalerin. Ihre Themen sind leicht, ihr Pinselstrich leicht, fließend und leuchtend. Sommer 1874. Ein Aufenthalt in Fécamp bei den Manets. Felder, Wespen und die salzige Meeresluft. Berthe Morisot begegnet Eugène, dem Bruder des Malers. Noch im selben Jahr wird geheiratet. Künftig steht sie nicht mehr für Édouard Model.
Februar 1875. Corot stirbt. Eine Symbolfigur. Für Degas ist er immer der Größte. Er hat alles vorweggenommen. Und für Monet gibt es nur einen Meister, Corot. Neben ihm sind wir nichts. Knapp einen Monat später werden im Hôtel Drouot zum ersten Mal impressionistische Werke versteigert. Die Auktion, organisiert von ihrem neuen Händler Paul Durand-Ruel, wird von Tumulten begleitet. Kaum hebt sich eine Hand, prasseln auf den Bieter wüste Beschimpfungen nieder. Die Künstler müssen ihre Bilder selbst zurückkaufen. Renoirs sitzende Frauen erhält den Zuschlag für lächerliche 60 Francs. Das ist kaum der Preis des Rahmens. Gedemütigt wettert der Maler gegen die manierierten Historienbilder eines Meissonier, die bis zu 15.000 Francs gehandelt werden. Tags darauf im Café Gerbois entdecken sie auf der Titelseite des Figaro einen niederschmetternden Artikel. Die Impression, die die Impressionisten verleihen, ist die einer Katze, die über die Tasten eines Klaviers läuft. Oder die eines Affen, der sich einen Farbkasten gegriffen hat. ...1876, Startschuss für die zweite Impressionistenausstellung. Bei Durand-Ruel ist eine sogenannte Malereiausstellung eröffnet worden. Nichts ahnend tritt der Passant ein und seinem entsetzten Auge eröffnet sich ein grausames Spektakel. 5 oder 6 Verrückte, darunter eine Frau, haben vom Ehrgeiz verblendet hier ihre Werke ausgestellt. Sie nehmen Leinwand, Farbe, Pinsel, setzen je nach Lust und Laune einige Töne nebeneinander und signieren das Ganze. Was für ein schauderhaftes Schauspiel menschlicher Eitelkeit, das sich bis zur Demenz versteigt. In der Gruppe gibt es einen neuen, Gustave Caillebotte. Die Jury des Salons hat seine Parkettschleife abgelehnt. Grund: ein zu vulgäres Thema. Wie soll man Pissarro erklären, dass Bäume nicht violett sind und der Himmel nicht die Farbe frischer Butter hat? Wie soll man Renoir darlegen, dass der Oberkörper einer Frau kein Haufen Fleisch mit violett schimmernden grünen Flecken ist, was auf den Zustand völliger Verwesung bei einer Leiche hindeutet? Diese Anhäufung grober Dinge wird der Öffentlichkeit gezeigt, ohne dass man an die fatalen Folgen denkt, die sie nach sich ziehen können. Gestern wurde in der Rue Le Pelletier ein armer Schlucker festgenommen, der nach dem Besuch dieser Ausstellung Passanten biss. Fernab von diesem Tumult die Ufer der Seine und ihr besonderes Licht. Einfangen, was sich kräuselt, schimmert, strahlt. Eine flüchtige Erscheinung an der Oberfläche wiedergeben, sodass man das Vibrieren spüren kann. Als wohlhabender junger Mann hegt Caillebotte eine große Vorliebe für Flüsse und Wassersport, den er nicht nur praktiziert, sondern auch abbildet. Renoir malt weiterhin das Leben an der frischen Luft, die Freude an der Geselligkeit, an Zerstreuungen, am Tanzen und Trinken. Für mich muss ein Gemälde freundlich, fröhlich und hübsch sein. Ja, hübsch. Im Leben gibt es lästige Dinge genug, als dass wir noch mehr produzieren müssten. Der Tanz im Moulin de la Galette, wo sich das einfache Pariser Volk trifft, entspricht diesem Wunsch nach Unbekümmertheit. Hier sieht man Künstler, Gauner, leichte Mädchen. Hier spielt man Walzer, Polkas, Mazurkas. Statt Schwarz verwendet Renoir eine breite Palette von Blautönen, die sich von Indigo bis zu Mauve erstreckt. Die Farben, mit Terpentin verdünnt, in lebhaften Tupfen locker hingeworfen, wirbeln Menschenmassen sich schiebend und drängend durcheinander. Hier und da leichte Orangetupfer, die Komplementärfarbe zu Blau. Für Renoir muss die Farbe veränderbar sein, so wie die Gefühle. 5 Jahre später hat sich sein Stil weiterentwickelt. Beim Frühstück der Ruderer ist sein Strich präziser,
sind seine Töne strahlender geworden. Im Vordergrund sitzt drittlinks auf einem Stuhl sein Freund Kai Bott und ihm gegenüber Aline, Renoirs spätere Frau. 1877 dann die dritte Impressionistenausstellung. Die schönste, größte und letzte, die alle vereint. Der Durchbruch für Cézanne. Die Stadt verändert sich. Avenuen und breite Boulevards werden angelegt. Unübersehbar, die Obsession für schnurgerade Linien, die Achse ist Kult. Unter Präfekt Haussmann wird Paris zu einer klar strukturierten Landschaft, die den Durchzug der Truppen erlaubt und den Bau von Barrikaden unmöglich macht. Von ihren Fenstern aus greifen die Impressionisten die neue Vision der Stadt auf. Die moderne Idee zu einem poetischen Blick auf die Stadt hatte Baudelaire gegeben. Das Pariser Leben birgt so viele poetische, wunderbare Themen. Das Wunderbare umgibt und speist uns wie die Atmosphäre. Doch wir sehen es nicht. Bei der Weltausstellung von 1878 feiert das Eisen seinen Triumph. Nebel und natürlicher Raum werden fortan durchbrochen von metallischen Massen sowie geometrischen Linien und Perspektiven. Für Théophile Gautier ist der Bahnhof die Kathedrale der neuen Menschheit. Die Schönheit im Alltäglichen suchen. Eine wahrhaft revolutionäre Idee. Die Gemälde Kai Botts sind mit nichts zu vergleichen. Eine Technik zwischen Impressionismus und Realismus. Ungewöhnliche Bildkompositionen, die an fotografische Einstellungen erinnern. Kai Bott beschreibt die Welt von seinem Balkon aus, blickt von oben auf den Raum. Das Ergebnis gleicht einer Momentaufnahme. In diesem neuen Paris dominieren kraftvolle Perspektiveffekte. Einsame Bürger, die scheinbar gleichgültig aneinander vorbeilaufen, und Szenen aus der Arbeitswelt. Monets Kohlenträger, Degas Büdlerinnen. Der Blick verwandt mit jenem von Zola, der den Malern Tribut zollt. An mehr als einer Stelle in meinen Büchern habe ich schlichtweg einige eurer Bilder beschrieben. Von liberaler Gesinnung bejubeln alle die Ausrufung der Republik, die 1875 mit einer einzigen Stimme Mehrheit verabschiedet wird. Edgar Degas steht wie kein anderer Maler für Bewegung und Anmut. Als Stammgast in der Oper und hinter ihren Kulissen verfügt er über ein unglaubliches visuelles Gedächtnis, das es ihm erlaubt, die beobachteten Motive im Atelier exakt wiederzugeben. Die Ballerinen, ein Lieblingsthema, ein unerschöpfliches Sujet, das er stetig erforscht. Eine Vorliebe für menschliche Posen, vermutlich inspiriert durch die Mangas von Hokusai. Erst vor kurzem nach Europa gelangt, wird der japanische Holzschnitt mit seinen ungeahnten Kadrierungen und einer Ästhetik, die meilenweit entfernt ist von den westlichen akademischen Regeln, für eine gesamte Künstlergeneration zu einer entscheidenden Inspirationsquelle. Eine Mode. ...1882, die siebte Impressionistenausstellung. Paul Durand-Ruel steht am Rande des Ruins
und hat größte Mühe, seine Künstler um sich zu scharen. Bei den letzten drei Schauen ist es zu Differenzen gekommen. Degas, dem man vorwirft, realistische Maler in die Gruppe gebracht zu haben, verweigert seine Teilnahme. Pissarro, der Einzige, der weiter um Einheit bemüht ist, überwirft sich mit Renoir, weil dieser sich bei Durand-Ruel über seine anarchistischen Anschauungen beklagt hat. Trotz der Querelen gelingt es Durand-Ruel, eine Schau zusammenzustückeln. Und oh Wunder, zum ersten Mal äußert sich ein Teil der Kritiker wohlwollend ob ihrer Modernität. Einige von ihnen zieht es fort aus Paris. Cézanne ist in der Provence auf der Suche nach jenem leuchtenden Licht, mit dem er den Grundstein für eine neue Malerei legen wird. Renoir stellt seine bisherige Arbeit in Frage, nachdem er bei einer Italienreise die Klassiker wiederentdeckt hat. Es entstand gleichsam eine Zäsur in meinem Werk. Ich hatte den Impressionismus konsequent durchexerziert und stellte fest, dass ich weder malen noch zeichnen konnte. Kurz, ich war in einer Sackgasse. Unmerklich entfernt er sich von seinem Malstil. Manets Tod im Jahre 1883 besiegelt das Ende des gemeinsamen Abenteuers. May 18, 1886. Achte und letzte Impressionistenausstellung. Mit dabei Paul Signac und vor allem der gerade 26 Jahre junge Georges Seurat, der einen Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte zeigt. Ein monumentales Gemälde, an dem er 2 Jahre gearbeitet hat. Anstelle weit ausholender Pinselstriche ein nebeneinander winziger, bunter Punkte. Es ist die Umsetzung der optischen Theorien von Eugène Chevreul, wonach die Farbwahrnehmung durch das menschliche Auge nur das Ergebnis einer visuellen Synthese ist. Unter dem Eindruck von Seurats Bild wagt sich auch Pissarro an die neue Technik, den Pointillismus. Renoir und Monet glauben nicht an diesen Neo-Impressionismus und wenden sich von ihm ab. Sie stellen wieder im Salon aus. Zola, einst Verfechter der Bewegung, hat offenkundig die Seiten gewechselt. In seinem neuen Roman spielt ein gescheiterter Maler die Hauptrolle, der sich am Ende erhängt. Cézanne erkennt sich in der Figur wieder und kündigt dem Schriftsteller nach 40 Jahren die Freundschaft auf. Monet sagt zu Zola: »Auf jeder Seite finde ich Erinnerungen, doch ich fürchte, unsere Feinde werden sich ihres Buches bedienen, um uns niederzumachen.« Vorbei die Zeiten des gemeinsamen Arbeitens und der Diskussionen im Café. Fortan geht jeder seine eigenen Wege. Monet beschließt, seine Themen zu vertiefen und begründet das Prinzip der Serie. Er malt Heuschober zu allen Tageszeiten. 8 Kompositionen, variierend nach Jahreszeit, um den Lichteinfall besser zu verstehen. Ich arbeite viel. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, eine Serie von verschiedenen Wirkungen zu malen, aber zu dieser Jahreszeit sinkt die Sonne so schnell, dass ich nicht folgen kann. Mehr denn je widern mich die leichten, in einem Wurf erstellten Bilder an. In Pontoise kehrt Pissarro zu impressionistischeren Formen zurück. Er hat sein pointillistisches Experiment abgeschlossen. Vorausgegangen ist die Feststellung, dass ich unmöglich meinen Gefühlen folgen, Leben und Bewegung einhauchen kann. Vermutlich war ich nicht geschaffen für diese Kunst, die auf mich tödlich nivellierend wirkt. Gauguin und Cézanne, die regelmäßig bei ihm arbeiten, gehören beide zum Kreis seiner Schüler. Cézanne wird später sagen, er war ein Vater für mich, ein Ratgeber und so etwas wie der liebe Gott. Von allen impressionistischen Malern am wenigsten verstanden, hat Cézanne gleichwohl der modernen Kunst den Weg geebnet. Durch seinen Galeristen Ambroise Vollard erfährt er endlich die ersehnte Anerkennung.
Berthe Morisot. Temperamentvoll und von großer Schönheit ist sie innerhalb der Gruppe hochgeachtet und an Talent ihren männlichen Kollegen ebenbürtig. Doch die Anerkennung lässt Jahre auf sich warten. Alfred Sisley, von allen isoliert, zieht sich nach Moret-sur-Loing zurück. Bei seiner letzten Ausstellung wird kein einziges Bild verkauft. Bis zum Ende bleibt er dem Prinzip des Impressionismus treu. Er wird der Einzige sein, der nicht schon zu Lebzeiten Erfolg hat. Ich hatte eine Nacht voller Albträume. Die Kathedrale fiel auf mich. Sie schien mal blau, mal rosa oder gelb. Was ich hier in Angriff genommen habe, ist enorm schwierig. Es zerreißt mich. Sechzig Jahre nach Turner bezieht Monet gegenüber der Kathedrale von Rouen Quartier und wagt ein Experiment, das die ganze Bandbreite des Impressionismus aufzeigen soll. Die Darstellung des Lichts in all seinen Nuancen. Monatelange Arbeit, bis zu 14 Gemälde nebeneinander, 30 verschiedene Bilder. Als Monet sie 1895 bei Durand-Ruel zum ersten Mal der Öffentlichkeit zeigt, wird er triumphal gefeiert. Schwindelerregende Preise. Käufer selbst aus Amerika. Pissarro sieht darin ein industrielles Verfahren. Er wettert gegen die Verbürgerlichung des Malers von Giverny und verdächtigt ihn der Spekulation. Unglaublich, dass Monet sich nicht geniert, sich zu dieser Wiederholung herabzulassen. Da haben wir die schrecklichen Folgen des Erfolgs. Gleichwohl beginnt er selbst eine Serie, die die Boieldieu-Brücke in Rouen darstellt. Caillebotte hatte die besten Bilder seiner Freunde erworben. Bei seinem Tod 1894 werden sie zu einem lästigen Nachlass. Ich vermache dem Staat die Bilder, die ich besitze. Da ich will, dass diese Schenkung in den Louvre gelangt, muss eine gewisse Zeit vergehen, bis die Öffentlichkeit diese Malerei versteht und akzeptiert. Vielleicht 20 Jahre, vielleicht auch mehr. In der Zwischenzeit bitte ich Renoir, mein Testamentsvollstrecker zu sein. Von diesen 67 Gemälden landen 3 Jahre später nur 40 in staatlichen Sammlungen. Immerhin hat die Akademie nicht verhindern können, dass diese subversiven Werke Teil des französischen Kulturerbes werden, so wie sie nicht verhindern kann, dass Manets Olympia im Musée du Luxembourg Einzug hält. Anlässlich eines Staatsbesuches im Grand Palais hatte der Sekretär der Akademie der schönen Künste vor den Impressionistensälen Halt gemacht und gerufen: »Treten Sie nicht ein, Herr Präsident, hier beginnt die Schande Frankreichs!« Trotz dieser Vorbehalte wird die visuelle Revolution, wie sie die Impressionisten auferlegt haben, nach und nach von einem modernen Blick akzeptiert. Der größte Sieg der Bewegung? Sie hat es gewagt, ein System zu ersinnen, in welchem die Künstler ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Was die Kritik angeht, so verliert sie an Gewicht und damit einen Teil ihrer Glaubwürdigkeit. Zurück zu Degas. Er meidet die Außenwelt. Von der Fotografie begeistert, band er des Abends gespenstisch wirkende kleine Tänzerinnen auf die Leinwand. Seine Selbstbildnisse realisiert er nunmehr in kunstvollen Inszenierungen. Mit nachlassender Sehkraft verwendet er statt Ölfarben nur noch leichter zu handhabendes Pastell. Seinem Grundsatz, dass die Zeichnung der Farbe und das Atelier der Freilichtmalerei überlegen ist, bleibt er treu. Diese Freilichtmaler, die Polizei sollte ohne Vorwarnung auf sie schießen. Nach Degas Tod 1917 tauchen Seestücke auf, die er an den Stränden von Boulogne, Trouville und Houlgate angefertigt hat. Das 20. Jahrhundert ist auf dem Vormarsch.
Die Fauves und Kubisten haben die Impressionisten abgelöst. Dennoch verharren drei von ihnen in der alten Zeit. »1918 vollendet Renoir nahezu gelähmt sein letztes Bild. Monet wird ihn um 7 Jahre überleben. Dieser arbeitet nur noch an seinem Meisterwerk, den Seerosen. Ein monumentales Panorama aus 23 Einzelbildern. Eine Krönung. Ein kosmisch-aquatisches Testament.« Die Konturen verschwimmen. Man nimmt nur noch Strukturen wahr. Seine Welt wird formlos, verschlossen, befindet sich in ewiger Metamorphose. Daraus entspringen Visionen, gleichsam ein abstrakter Impressionismus. Wenn ihr hinausgeht zum Malen, dann versucht zu vergessen, welche Objekte vor euch sind. Denkt nur dies. Hier ein kleines Viereck in Blau oder Rosa, dort ein grünes Oval, ein gelber Streifen und malt sie genauso, wie sie euch erscheinen.